Die Insider des Tages. Ja, willkommen zurück nach der Werbepause, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24TV. Und jetzt bei uns zwei ganz besondere Politduellanten, wenn ich so sagen darf, zwei ganz besondere Politexperten. Es sind die zwei, die im Lauf des Wahlkampfs am wortgewaltigsten waren, sich auch am öftersten in die Haare gekommen sind, wenn man das einmal so sagen darf. Das war teilweise Simmering gegen Kapfenberg, Fussi gegen Kapp. Also, zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, so wie sich's gehört, Rudi Fussi, der wortgewaltige Vertreter der Linken, teilweise des Kanzlers, teilweise der SPÖ, aber das Wichtigste ist, er ist unabhängig. Er ist unabhängiger Politberater und ein ganz, ganz spannender Kopf und auch ein guter Freund. Wir sind per Du. Per Du auch mit Daniel Kapp, von mir zur Linken, von Ihnen zur Rechten. Er muss zur Rechten sitzen, denn er ist sozusagen der Berater der ÖVP. Berater auch von Sebastian Kurz gewesen. Ich bin Bauernbundmitglied. Ja. Ich bin Bauernbundmitglied und ein leidenschaftlicher Konservativer. Du hast mit der ÖVP nichts zu tun, du hast mit Kurz nichts zu tun, aber die schätzen dich und greifen gelegentlich auf deinen Rat zurück oder auf deine Dienste. Wir haben allerdings ausgemacht, wir wollen nicht noch einmal über Silberstein und den Nationalratswahlkampf streiten, wenn es leicht geht, sondern wir wollen nach vorne schauen. Das ist ja heute ein besonders spannender Tag und deshalb auch ein spannendes Fussi will streiten und Daniel Kapp will retournieren, nehme ich an. Das heißt, ringfrei für die zwei besten Politcatcher des Landes, wenn ich so sagen darf. Rudi, das ist ein spannender Tag und es steht schon wieder 1-0 für dich. Wir haben gewettet, ich habe gesagt, der Schieder tritt nicht an, du hast gesagt, der Schieder tritt an und ich verliere einmal. Ich verliere prinzipiell nur gegen dich. Wie siehst du denn das heute? Ist das eine Bombe, die da geplatzt ist? Und was wird das bedeuten? Also Bombe weiß nicht. Was passiert ist, ist, dass die Partei Linken in Wien versucht haben, seit Monaten einen Kandidaten zu finden, der oder die gute Chancen hat, gegen Michael Ludwig gewinnen zu können. Das schränkt die Auswahl schon mal sehr ein, weil Michael Ludwig in den letzten Monaten doch vieles unternommen hat, um nicht nur die Flächenbezirke hinter sich zu bringen. Jetzt sagt der Schieder, er macht's. Eine Entscheidung, die manche überrascht, wer nicht dafür bekannt ist, Risiko zu nehmen. Jetzt nimmt er Risiko. Man könnte sagen, das Schlimmste, was passiert, ist, dass er verliert und Klubobmann bleibt. Aber ich würde sagen, das Schlimmste, was passiert ist, dass er verliert und nicht mehr Klubobmann ist. Ne? Ja, es fällt keiner von denen wahnsinnig hart, glaube ich, egal wie das ausgeht. Ich glaube, dass Schieder gewinnen wird. Obwohl es derzeit angeblich 70-30 für Ludwig steht. Ja, das sagt das angeblich Ludwig, sagt das Ludwig Lager. Ja. Es ist aber alles drin und es ist auch denkbar, dass dann, du erinnerst dich, wie damals einem gegen Schlögl um die Parteiführung der Bundes-SPÖ gerittert haben und dann geht der Gusenbauer als Verlängerungslösung in die Zeit im Bild 2 und war einen Tag später Parteichef. Wird das eine Blutwiese? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ein paar Akteure gibt, Christian Deutsch, Harald Roch, die das voller Werf betrieben haben die letzten Monate. Da kann schon sein, dass das eine oder andere grauslige Geschichte aus dem Wiener Wohnenbereich, einerseits auftaucht bei Michael Ludwig, andererseits, keine Ahnung, Angriffe auf die Lebensgefährtin von Andi Schieder, Sonja Wesseli, die das Feindbild der Parteirechten ist. Das Problem bei der Situation ist, da geht es gar nicht um politische Differenzen, sondern seit dem 1. Mai, wo die ihren Werner Faymann ausgepfiffen bekommen haben, gibt es da schlichtweg Hass zwischen einzelnen Akteuren. Da geht es nichts drüber, was. Das Faymann-Lager einerseits, der 23., der 22., teilweise auch die Arbeiterbezirke dazu. 10, 11 und und dann gibt es das Lager der Ladies, wie man so schön sagt, der Stadträtinnen innerhalb des Gürtels, denen ja das Faymann-Lager vorwirft, dass sie in Wahrheit den Werner Faymann gestürzt haben. Genau. Ist zwar ein Blödsinn, weil es waren ja die anderen Bundesländer beim Sturz Faymanns genauso involviert. Aber dieser ominöse 1. Mai mit dem Auspfeifen am Rathausplatz, das war sozusagen der Beginn dieses Hasses. Unterschiede in der politischen Bewertung und der persönlichen Bedürfnisse der Bezirke zum Beispiel. Na klar hat ein Einwohner in Mariahilf andere Bedürfnisse als jemand im 22., für den in Mariahilf ist der Lobautunnel wahrscheinlich wurscht, für den im 22. wichtiger. Aber alle sind gegen Schwarz-Blau, muss man zumindest sagen, wahrscheinlich. Ja, ein Außenfeind ist immer praktisch, aber, und das Aber ist relativ groß, wenn du grundsätzliche Konflikte wo hast, die verschwinden ja deswegen nicht. Sie werden jetzt nur von der Ablehnung von Schwarz-Blau überlagert. Ja. Aber die gehen deswegen nicht weg. Sie werden in der Bedeutung kleiner, aber nur in der Relation eben zur Abwehr von Schwarz-Blau.
wenn das Bild weg ist, dann hast du den Konflikt so wie vorher. Und das ist ein Riesenproblem für die Sozialdemokratie in Wien. Und wenn die Sozialdemokratie in Wien ein Problem hat, hat sie gleichzeitig als Gesamtes ein Problem. Das ist unbestritten. Wenn Wien hustet, hat die Partei Lungenentzündung, ist das schon nicht. Ja, wobei, da müssten wir zuerst schauen, dass Wien wieder so stark wird, dass der Huster tatsächlich zur Lungenentzündung führen kann. Daniel Kapp, wie schaut denn das aus? Ist das eine Blutwiese? Ist das Heimatcatchen? Was wir da erleben, hauen sich da wirklich zwei Lager der SPÖ jetzt voll in die Goschen? Jetzt bin ich nicht so ein Sozialdemokratenversteher wie der Rudi Fussi. Von außen betrachtet, schwarz-blau hin oder her, am Ende steht der 27. Jänner und da muss es eine Entscheidung geben. Also in der Wiener SPÖ, wer es macht. Und bis dahin ist völlig egal, ob die Regierung steht oder nicht, steht im Verhältnis zur Wiener SPÖ, ob es schwarz-blau gibt oder nicht. Weil das Match wird um den Wiener Bürgermeister oder den Nachfolger von Michael Häupl gehen. Und wer wird es gewinnen? Fussi sagt, Schieder wird es gewinnen. Was glaubst du? Ich sage dann einfach, weil wir ja streiten, ja. Ludwig. Ja. Und warum? Ich glaube, dass er eine, aus der Feimann-Schule kommt, ein Techniker der Macht ist. Und obwohl ich spannend finde, und das finde ich demokratiepolitisch und sage ich nicht quernst, finde ich es einmal gut in einer Zeit, wo auch bei uns in der ÖVP, in unserem Umfeld, sehr vieles gestreamlined wird und sehr viel auch Marketing. Und ich sage das wirklich grundsätzlich und nicht ernst, dass einmal eine Diskussion aufbricht über eine Richtung, finde ich für die Demokratie grundsätzlich belebend. Hatten wir in Österreich in der Art eigentlich schon ewig nicht mehr. Ja, erinnert an den an Petermann-Kreisky fast. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, es ist ja nicht so, dass ich in Wien jetzt unmittelbar zwei aufdrängen würden, weil sie jetzt so gut und exzellent wären, dass man sagt, boah, die wären beide super. Also sie vertreten zwei Lager. Sie vertreten zwei Lager, aber letztlich, wenn man sich das wünscht, auf der anderen Seite, wer wäre Alternative etwa zu Sebastian Kurz gewesen? Also da gab es einfach keine. Wer wäre die Alternative zu Christian Kern gewesen? Gab es auch keine. Also es ist, wer ist die Alternative zu Strache? Da gibt es vielleicht den Hofer. Okay, aber sonst, auch nach dem Abgang von Klawischnik, wenn ihr euch erinnert, war ja genau dasselbe. Den Alternativen nicht entscheiden. Weil es keine gab. Ja. Aber wir sind uns einig, es ist eigentlich gut, einmal so eine demokratische Ketscherei zu haben, weil man einfach einmal positionieren und vielleicht tut es der Wiener SPÖ nicht einmal so schlecht. Also naja, das kommt darauf an, wie der Konflikt läuft, wenn der Konflikt inhaltlich wäre. Ich würde mir wünschen, beide stellen sich hin und sagen, so stelle ich mir Wien 2030 vor. Das würde ich mir im Übrigen von allen Parteien wünschen, auch auf Bundesebene. So schaut die Vorstellung der Landespolitik in 2030 aus. Das brauchen wir im Wohnbereich, das brauchen wir im Gesundheitsbereich, das machen wir in der Integration. Nur ich glaube nicht, dass wir so etwas erleben werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn inhaltliche Ansagen kommen, die hauptsächlich von Schieder kommen. Bei Ludwig fehlte mir auch ehrlich gesagt die Fantasie, woher die Sachkompetenz in den anderen Bereichen haben sollte. Der Schieder war als Klubobmann, als Präsident der Vizepräsident der Sozialistischen Internationalen Jugend und so weiter, Generalist, wenn man so will. Ludwig war sehr auf den Wohnbereich fokussiert. Es wird spannend sein, was da passiert. Weil wir ja hier als Insider sitzen. Mir ist ja heute schon ein paar Mal erzählt worden, die zwei haben sie jetzt in die Goschen. Ja? Dann steht es 50-50 und dann kommt in Wahrheit eine Kompromisskandidatin und die heißt Buris. Hältst du das für möglich? Das war immer meine Denke, dass ich gesagt habe, am Ende des Tages wird Ludwig zurückziehen und Buris als einende Kandidatin auftreten. Das kann Buris sein, jetzt zu Buris gesagt, wenn man zweite Nationalratspräsidentin ist mit einem formidablen Einkommen und das ist, um mit Josef Czap zu sprechen, ein Job, der nicht so mit Arbeit verbunden ist. Ja, aber wenn dich die Partei bittet, den Bürgermeister zu machen. Teile der Partei bittet. Die andere Variante wäre natürlich, obwohl sie erst seit einigen Monaten Parteimitglied ist, Pamela Rendi-Wagner. Und ich hielt eine Variante, wo man sich Parteivorsitz und Bürgermeisteramt teilt und die sozusagen parteiintern unerfahrene Rendi-Wagner zur Bürgermeisterin macht und gleichzeitig einen erfahrenen Wischi zum Parteichef, hielt ich für eine gute Variante, aber die SPÖ leidet im Moment wirklich nicht darunter, genügend gute Leute für die Positionen, die sie zu besetzen hat, zu leiden, weil du brauchst einen Klubobmann, du brauchst einen verloren. Damit sind wir beim eigentlichen Thema. Na, 100.000 Stimmen zu gewinnen ist keine Niederlage, auch wenn du das immer so siehst. Da sind wir beim eigentlichen Thema. Ihr zwei habt sich ja in diesem Wahlkampf ordentlich in die Goschen gehabt und der Daniel hat eigentlich gewonnen. Und du hast eigentlich verloren, deine 100.000 Stimmen nützen da gar nichts. Das ganze Amt ist futsch und die SPÖ ist der Wahlverlierer. Was man sagen muss, ist, der Daniel ist in die großartige Situation gekommen, dass er
einfach ein Geschenk des Himmels erhalten hat, nämlich diese ganzen Unterlagen aus dem Herzen der sozialdemokratischen Kampagne. Die Silberstein-Unterlagen. Wenn ich das von der schwarzen Seite gekriegt hätte, hätte ich das genauso wahrscheinlich professionell betrieben wie er. Da bleibt kein böses Blut. War professionell gemacht, das ist auch in Ordnung so. Ich glaube persönlich im Übrigen, um das auch zwischen uns klarzustellen, ich glaube nicht, dass das einen wahnsinnigen Einfluss auf das Wahlergebnis letztlich hatte, weil das Wahlergebnis und die Umfrage im Mai, als der Kurzeffekt kam und Sebastian Kurz übernommen hat, die ÖVP, das war relativ ident. Der Wahlkampf selbst, die Auswirkungen, die waren relativ gering. Hat der Daniel Kapp gewonnen, habe ich verloren. Ich glaube, das ist eine müßige Betrachtung, weil es ging in dem Land schon mehr. Warum hat die SPÖ diese Wahl verloren? Warum? Ich glaube, der Johannes Vetter hat es im Profilinterview richtig gesagt, dass im Mai mit dem Kommen von Kurz dem Christian Kern das Momentum genommen wurde, dass er für Veränderung steht. Es gibt diesen starken Wunsch nach Veränderung in Österreich, den hat Sebastian Kurz in einer perfekten Art und Weise mit seiner Kampagne adressiert und da abgeräumt. Und die ganzen Hopperlers im Wahlkampf, kann sein, dass die eine geringe Rolle gespielt haben, aber grundsätzlich das, was wir Ende Mai, Mitte Mai gesehen haben in den Umfragen, das war dann im Endergebnis auch bei den Wahlen so, dass es die Grünen so zerreißt hat, im letztendlich dazu geführt, dass die SPÖ überhaupt ein kleines Plus haben konnte. Ohne die Stimmen der Menschen, die das letzte Mal grün gewählt haben, wäre es traurig ausgegangen. Aber man darf nie vergessen, das sind immer, so wie Umfang-Momentaufnahmen sind, ist auch der Wahltag zu dem Zeitpunkt, wo gewählt wird, ist die Momentaufnahme. Jetzt liegt es an Kurz und Strache, wenn sie diese Regierung bilden, was zusammenzubringen. Warum hat Kurz gewonnen? Ich muss mal kurz dem Rudi Fussi, ich finde es witzig, wenn etwas in der Zeitung steht, was irgendwem wehtut, gibt es die üblichen Verdächtigen, die dann herangezogen werden, die das gemacht haben. Aktuell stehe ich im Verdacht, E-Mails verteilt zu haben, den Peter Pilz in die Auslage gebracht zu haben und noch etliche andere Dinge. Du stehst unter sämtlichen Verdachtsmomenten dieses Landes, aber das wollen wir heute ja gar nicht diskutieren. Nur abschließend, um da auf den Rudi noch einzugehen, und dann können wir das Thema, glaube ich, auch lassen. Ich habe mal zum Rudi Hunsdorfer gesagt, der mich vor Jahren im Verdacht hat, deine Geschichte zu lanciert zu haben, sage ich, Rudi, ich hackel schon längst nichts mehr, weil ich nur noch von meinem schlechten Ruf und davon sehr gut leben kann. Eine Sache im Plan A und dann auch im Wahlprogramm der SPÖ für mich sehr spannend war, und ich halte das für enorm wichtig, dass es das gibt, und würde hoffen, dass auch die jetzige sich anbahnende Regierung sich dem widmet. Das ist auf Seite 55 zum Nachlesen, eine Stärkung des Schutzes von Whistleblowern. Ich werde mich auch in dieser Debatte nicht an einer Diskussion beteiligen, die letztlich darauf hinausläuft, das Redaktionsgeheimnis auszuweichen. Also er kennt den Namen Silberstein gar nicht. Aber ja, warum hat er Kurz gewonnen? Eine Diebin als Whistleblowerin hinzustellen, ist schon ein starkes Stück. Das kann man. Aber bitte lass mal das. Das betrifft dich noch immer sehr, dass deine E-Mails gefladert werden. Ich bin ja nicht gläubig. Der Daniel ist gläubiger, wird es vor dem Schöpfer dann einmal eins sich ausmachen müssen, was er meinem Karma angetan hat. Daniel, hast du seinem Karma was angetan? Ich werde mich an einer Debatte... Müsst du dich entschuldigen vielleicht? Welches Redaktionsgeheimnis? Du bist keine Zeitung, Schatzi. Müsst du dich entschuldigen, Daniel, beim Armen das wäre angemessen eigentlich. Der da fast in Tränen zu dir ausbricht. Ja, wo siehst du das? Bist du Schatz? Die Traurigkeit sehe ich nicht. Deine Frage war, warum Nein, ich gewonnen habe. Nein, aber wenn du habe. Heute so weich ja. bist, Rudi. Deine Frage war, warum ich gewonnen warum habe. Ich weiß Kurz nicht, dass gewonnen ich gewonnen habe. Der Kurz hat gewonnen, der Sebastian Kurz, weil er, glaube ich, ein gutes Gespür dafür hatte, was die Themenlage sind, weil er sehr gut vorbereitet war, weil er ein eingespieltes Team hatte und keine zusammengeklaubte Söldnertruppe. Das ist ein, glaube ich, fundamentaler strategischer Fehler von Christian Kern gewesen, hier nicht sozusagen ein loyales Umfeld zu entwickeln, längerfristig. Wenn man bedenkt, wie lange er eigentlich schon
daran gearbeitet hat, in diese Position zu kommen, dass er nicht gleich auf Knopfdruck eine Truppe hatte, auf die er sich verlassen konnte. Da sind wir uns einig. Ne? Völlig. Ja. Du warst ein fantastischer Redenschreiber. Es war Nico Bellinger da, es war ein Stefan Böttler da, Christine Hanna-Schlinzer da, und niemand von denen ist verwendet worden. Es ist nie ein Team gebildet worden. Warum eigentlich? Der Daniel hat völlig recht, also alles, was du sagst, ist zu unterschreiben. Ich glaube tatsächlich, dass der Wahlkampf mit davon, selbst wenn das alles funktioniert hätte, selbst wenn es eine gute Kampagne gegeben hätte ohne Fehler, das Wahlergebnis wäre nicht wahnsinnig dramatisch anders gewesen, glaube ich, weil tatsächlich das so ist, dass Kurz diese jahrelange Planung, dieses jahrelange Aufbauen dieser drei Themen, die er gefordert hat, beginnend mit der Balkanroutenschließung, wo jeder das Wort schon nicht mehr hören konnte, Kurz hat die Disziplin als Politiker und Kern ist kein Politiker. Dem Kurz sagst du, pass auf, das ist das Lied, das du jetzt drei Jahre lang singst. Diese Strophe, jeder Auftritt. Genau. So, jeder andere sagt, ich kann es selber nicht mehr hören. Ja, ja. Und der Kurz hat die Disziplin gehabt, on message zu sein, sehr die gut, ganze Zeit. Ja, ja, genau, und ja. Das war großartig gemacht. Es war am Schluss zum Erbrechen. Es war zum Erbrechen. Ja? Aber es hat jeder am Stammtisch gewusst, wenn du über den Kurz geredet hast, der Kurz ist gegen die Flüchtlinge, ist für die Schließung der Balkanroute, für die Mittelmeerroute. Stimmt das, Daniel? Und er hat, ganz kurz, was mich beeindruckt hat, wirklich ist, dass die Zuschreibung neu, obwohl Kern erst ein Jahr in der Politik war, die Zuschreibung neu von Kurz gewonnen werden konnte. Weil sie inhaltlich aufgeladen Jahren, war. Sie war inhaltlich, also, richtig, sie war inhaltlich warum aufgeladen. Warum hat er gewonnen, also, bevor das war man die Werbung kennt? Es ist ein Punkt, den ich ein bisschen relativieren muss. Ja? Das ist die Frage, dem Kurz kannst du was aufschreiben und der betet es gebetsmühlenartig runter. Sebastian Kurz ist jemand, der extrem reflektiert. Ja? Nein, muss ich dann glauben, dass es funktioniert, klar. Inhalte für sich erschließt, dem druckst du nicht irgendwas rein, meiner Wahrnehmung nach. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, glaube ich, ganz entscheidend dieses eingespielte Team. Punkt 3, die Themen. Ja. Und neben ihm ist die SPÖ desintegriert, de facto. Ja, sie ist also auseinandergebröselt, wenn man so sagt. Und ich merke auch heute am Christian Kern, dass er, wenn er in seinen Aussagen vor der Clubklausur da auftritt in der ZIB 2, das A noch nicht verwunden hat. Und wenn er heute sagt, dass der Plan A, oder ich formuliere es mit meinen Worten, dass die Leute zu deppert waren für den Plan A, dann merke ich, wie du richtig sagst, der ist kein Politiker. Er hat nicht verstanden, dass du im Dialog mit den Menschen auch so kommunizieren musst, dass sie verstehen, was du meinst. Aber was er ist im Unterschied zu Kurz ist, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, er ist authentisch. Auch im Konflikt mit dir zum Beispiel und deinem Haus. Kern sagt das, was er sich denkt, während Kurz tatsächlich mich erinnert, Kurz ist ein Popstar der Politik, das ist so, unbestritten. Nur es sind nicht seine Lieder, die er singt. Das sagst du, das ist... Nein, ich sage ein Beispiel, dass Sebastian Kurz, das weiß ich, hat persönlich überhaupt kein Problem mit der Homo-Ehe. Null. Aber die Daten haben eindeutig gezeigt, wir wollen FPÖ-Wähler gewinnen, da sagen wir jetzt dagegen und wir sind dagegen etc. Was nicht, Umfragepolitik, okay. Aber das ändert nichts daran, dass er das wirklich perfekt gemacht hat. Was mich wirklich überrascht ist und eigentlich erstaunt ist jetzt, dass nach der Wahl, wo viele führende ÖVPler mir immer gesagt haben, wir sehen jetzt, diese Show geht bis zum Wahltag und dann sozusagen verändern wir das Land zum Besseren. Das, was ich die letzten Wochen gesehen habe, wir haben uns eine Woche angeschaut, wie hoch das strukturelle Defizit ist, das kann man in 3 Minuten googeln, da braucht man nichts anschauen. Und dass sie sich jetzt schon hinstellen und sagen, ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Budget... Damit sind wir jetzt genau beim Thema. Wir haben einen historischen Moment, meine beiden. Wolfgang, einen historischen Moment in der ersten Sendung, Live-Sendung. Ihr seid zum ersten Mal, seitdem ich euch kenne, einer Meinung gewesen. Das stimmt. Das wollen wir jetzt benutzen, um in eine kurze Werbepause zu gehen und dann diskutieren wir über Schwarz-Blau. Da musst du mir noch und da bin ich mir sicher, dann bin ich mir sicher, dass ihr euch nicht mehr einer Meinung seid. Wir sind sofort zurück. Die Insider des Tages. Willkommen zurück zur zweiten Runde der Insider am Schluss von Ersten Fellner Live. Rudi Fussi, der wortgewaltige SPÖ-Berater, teilweise Redenschreiber des Kanzlers und jetzt der unabhängige Politikberater. Und Daniel Kapp, ebenfalls unabhängiger Politikberater, ein bisschen auch hinter den Kulissen in dieser Wahl sehr erfolgreich für Sebastian Kurz tätig. Schwarz-Blau, Daniel, was kommt denn da auf uns zu?
Der Rudi Fussi hat gesagt, einziges Chaos, die können sich auf nichts einigen. Der Rudi Fussi hat vor der Werbepause etwas gesagt, dass eine gute Überleitung ist zur Frage Schwarz-Blau. Er hat gesagt, es gab ÖVPler, die ihm gesagt haben, pass auf, nach der Wahl wirst du sehen, da geht es in die Sachpolitik. Und auch da, sage ich, siehst du den Unterschied, und er hat diese Frage der Homo-Ehe angesprochen, dass da marketingtechnisch angeblich mal drüber getont ist und so weiter. Kluge Politik nimmt Menschen mit auf dem Weg und überfordert sie nicht. Wenn der Christian Kern heute der Meinung ist, er hätte die Menschen mit seinem Plan A in der Genialität dieses Plan A überfordert und deshalb die Wahl verloren, dann ist es ein bisschen ein Beleg dafür, was ich sage. Das heißt, wenn Sebastian Kurz jetzt mit den Freiheitlichen verhandelt, und das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Option, die er da gezogen hat, dann geht es, und das ist das klare Signal dieser Wahl, auch um Erneuerung. Da jetzt, und das ist eine Erfahrung, die wir, gemacht haben mit Josef Pröll, herzugehen und zu sagen, wie damals in der großen Rede zum Projekt Österreich, wir machen A, B, C, D, E, F, G und legen uns die Latte so hoch und jeder nimmt sich als Wunschkonzert, was verhindere ich, ja, ist nicht der klügste Weg, ist nicht ein politisch kluger Weg. Und insofern, das heißt, du meinst, die Latte liegt möglichst nieder für Schwarz-Blau. Nicht die Latte niederlegen, sondern nicht denen, die möglicherweise Beharrungskräfte sind, gleich das Wunschkonzert der Streichungen am Tisch zu legen. Was hier passiert ist, worauf ich angespielt habe, ist diese Pressekonferenz von Kurz und Strache, wo sie gesagt haben, wir haben uns jetzt eine Woche lang das Budget angeschaut und sind draufgekommen, wir hatten 0,45% strukturelles Defizit. Das sagst du, findet man was im Übrigen gar nicht stimmt, weil es war 0,9, wenn man die Flüchtlingskosten herausgerechnet hat. So, 0,5% strukturelles Defizit ohne Einmaleffekte wie Hypo etc. gibt uns die EU vor. Und die beiden setzen sich und sagen, ja, wir sind übereingekommen, wir halten uns an das, was die EU uns vorgibt. Das WIFO sagt, das würde man nur so fortschreiben, das Budget, wie es Schelling konzipiert hat, den Budgetpfad, hätten wir 2019 ausgeglichen, strukturelles Defizit auf null und dann überhaupt Überschüsse. Ja. Jetzt sagen die beiden, wir wollen 0,5% strukturelles Defizit jedes Jahr machen und uns daran halten. Das heißt, wahnsinnig ambitioniert ist das also bei der Latte nicht. Und das, der zweite Zusatz ist, was man hier jetzt schon sieht, ist eine... Also da kriegt der Daniel gerade einen Lachkampf. Daniel, warum ein Lachkampf, bitte? Ich habe so eine Freude, wenn, ich sage jetzt mal Linke, ja, einfach um provokant zu sein, einer möglichen schwarz-blauen Koalition vorwirft, sie sparen möglicherweise nicht genug. Ja. Nein, sie geben sogar mehr Geld als die schwarz-rote Regierung. Jetzt muss ich die weiße Fahne wegen und sagen, ich bin völlig falsch aufmunitioniert in diese Diskussion gekommen. Du ziehst schon die weiße Fahne mit in den Koalitionsfahren. Der Vorwurf an Schwarz-Blau ist, sie sparen zu wenig. Der Vorwurf ist der, was diese Regierung macht. Wie soll ich argumentieren? Jetzt bei Schwarz-Blau erleben. Wir werden als erstes einmal also eine sehr rigorose Zuwanderungspolitik erleben. Natürlich, unter Umverteilung nach oben. Also was passieren wird? Was wird passieren? Also wenn ich diese Marketingmasche von Kurz richtig einschätze und die weitergeht, dann was würden die tun? Die beschließen einen Haufen Grauslichkeiten, aber es kriegt niemand mit. Warum kriegt es niemand mit? Sie würden sich hinstellen und sagen, okay, um den Freiheitlichen was zu geben, wir erhöhen die Mindestpensionen großzügig auf, sagen wir 1050 Euro. Genau. Die Pensionisten würden jubeln. Ja. So, und für die arbeitenden Menschen schaffen wir die kalte Progression ab in 2-3 Stufen und 2020 ist das erledigt. Genau. Das ganze Land würde jubeln, weil die Leute wirklich nicht kapieren, wenn man sagt, okay, wir senken die Körperschaftssteuer für nicht entnommene Gewinne in Kapitalgesellschaften. Klar, das kostet 4,5 Milliarden. Das ist kompliziert, Aber das ist kompliziert, das versteht keiner, das verstehen deine Leser nicht, das kannst du nicht einmal schreiben. So, das heißt, die werden Maßnahmen präsentieren, und die populär sind. Was ist so böse dran? Was böse dran ist? 5 Milliarden war das Volumen der letzten großen... Aber was ist böse dran, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen? Das ist kein unter der Arme greifen der Wirtschaft. Das wäre nämlich eine massive... Würde man das Geld verwenden für die Senkung der Lohnnebenkosten etwa oder für Formen der Mitarbeiterbeteiligung? Ich habe meine Mitarbeitern jetzt fürs Jahr 2017 Prämien auszahlt. 56% gehen an den Staat, 46% landen bei den Mitarbeitern. Ich schaue mir an, wie das in 3 Jahren noch schwarz-blau ist, ob das mehr ist, ob das Daniel, weniger ist, ob sie da wirklich was ändert. Zum Abschluss, was wird schwarz-blau bringen?
Schwarz-Blau, und ich werde jetzt nicht in die Detaildiskussion gehen, weil die Verhandlungen Sagen laufen, das ein, überhaupt keinen Sinn wichtige hat. Punkte, die Schwarz-Blau. Ich kann es in Überschriften sagen, Schwarz-Blau wird einen wesentlichen Beitrag dafür liefern, dass die Wirtschaft wieder aufkommt. Also Wirtschaftsausschwung, wir sind in der Wirtschaft Nummer 1 in Europa beim Wirtschaftswachstum. Was soll da auf die Beine geholfen werden? Also es wird den Wirtschaftsausschwung bringen, dann... Das wird diese Freiheitliche Partei sich eigentlich als die bessere sozialdemokratische Alternative präsentieren in diesem Land. Da wird einer im Bundesrat angelobt, der mit Herrn Hüttler grüßt hat vor ein paar Jahren. Es fahren zwei FPÖ-Politiker also auf die Krim. FPÖ wird die bessere das SPÖ will die ÖVP jeden Tag verteidigen. Lass den Viel Tag Spaß. Geht darum, das alles ist darum, das Wirtschaftsaufschwung. Zweitens, die FPÖ wird die bessere SPÖ, was also und Mindestpension etc. anbelangt. Richtig. Dann, was noch? Und ich glaube, dass wir eine interessante neue Rolle auch in Europa mit dem Bundeskanzler Kurz spielen werden. Der glaubt, ja, nämlich ich keine. Hm? Ja. Mit der FPÖ, mit einer freiheitlichen Partei, die nicht applaudiert, das einzige Parlamentsfraktion, wenn der Bundeskanzler die November-Pogrome verurteilt, das ist unpackbar, unerträglich, und es schreckt mir eigentlich, wie normal es geworden ist. Das ist unser Weg in ein Naziland. Nein, überhaupt nicht, aber ich sehe die ÖVP in einer komfortablen Position, dass sie jeden einzelnen antisemitischen, deutschnationalen, rassistischen Ausritt der FPÖ verteidigen wird müssen. Und auf das freue ich mich. Viel Spaß. Und wenn der Kurz sagt, letzter Satz, Daniel, wenn der Kurz sagt, naja gut, das weiß ich nicht, da war ich noch nicht auf der Welt, dann sagt Kern völlig zu Recht, als Bundeskanzler der Republik Österreich darf das eigene Erinnern und Gewissen nicht aufhören beim eigenen Geburtsdatum, sondern man hat natürlich auch die historische Dimension. Das sind die Kurzreden, und was wird dann der Kurz sagen? Aber ich nehme zur Kenntnis, dass Überschriften das Wichtigste sind. Du kannst zur Kenntnis nehmen, dass es die FPÖ und die ÖVP waren, die zum ersten Mal nach 1945 heute im Nationalrat zwei offen bekennend jüdische Abgeordnete haben. Das hat die SPÖ nicht zustande gebracht. Bekennend jüdisch? Gibt es bekennend katholisch oder gibt es bekennend evangelisch? Nein, Leute, die als Juden kandidiert haben und im Nationalrat sind, das hat die SPÖ allemal nicht zustande gebracht. Ja, aber dann redest du mal mit deinen Freunden der Kultusgemeinde, wie sehr in Israel wird keine einzige FPÖ-Delegation empfangen werden offiziell. Die versuchen das seit Jahren. Und gerade wenn man in der Kultusgemeinde mit den jüdischen Freunden dort spricht, die sind erschüttert, dass die ÖVP überhaupt auf die Idee kommt, mit den Freiheitlichen zu koalieren. Es wird eine neue außenpolitische Blüte für Österreich geben unter Kurz. Definitiv. Und Hofer wird Außenminister oder nicht? Lächerlich. Rudi. Na, Entschuldigung, das weißt du doch selbst. Das muss man den Zusehern ja auch erklären, dass du jetzt hier in Fahrt kommst und wir dann nachher noch nicht tratschen und eine Zigarette rauchen. Wir mögen uns ja alle. Nein, aber der Punkt ist, Entschuldigung, einen Hofer als Außenminister oder einen Herrn Kickl als Sozialminister, einen Herrn Wilimski als wurscht was in einer Regierung. Ja. Das geht sich nicht aus. Das geht nicht. Das ist einfach dem Land gegenüber undemokratisch gewählt worden. Hofer wird Außenminister werden? Ich weiß es nicht. Soll er Außenminister werden oder soll er es nicht werden? Er ist immerhin jemand gewesen, der mit 49 Schäden... Also dich würde es nicht stören. Jetzt hören wir auf zum Diskutieren. Ein witziger Punkt ist, das Erste, was die Sozialdemokratie gemacht hat, nach der verlorenen Wahl für sie, nachdem sie den Kanzler verspielt haben, war einen Beschluss zu machen, zu sagen, wir reden mit der FPÖ. Ja. Und das Erste, was sie darauf gemacht haben, ist, sich auch mit der FPÖ hinzusetzen und zu sagen, bitte, Freunde, ihr kriegt alle Ressorts, die die ÖVP vorher gehabt hat, macht es nur Koalition mit uns. Und jetzt kommt hier ein Rüstungsleier. Bricht aufgrund der heutigen Diskussion, weil du gesagt hast, du bist für Hof als Außenminister mal jeden Kontakt zu Daniel Kapp an. Wir sehen uns aber hoffentlich in einer Woche oder so ähnlich wieder im Studio und da wird der Kontakt wieder erneuert. Erklären. Ich darf sagen, danke fürs Zuschauen. Ich kriege jetzt ein iPhone. Zuseherinnen und Zuseher, genau. Hier ist ein iPhone und so es den Rudi Fussi übersteht und ich es für Sie retten kann, dann ist dieses iPhone für Sie reserviert. Es ist das iPhone X. Dass es derzeit nirgendwo zu kaufen gibt, weil es überall ausverkauft ist. Und wenn Sie jetzt noch eine SMS an 0670 800 8000 senden, also 0670 800 8000 oder auf oe24.tv/Fellner gehen und sich dort eintragen mit E-Mail-Adresse, mit Ihrer Telefonnummer und mit dem Kennwort Fellner, dann könnte
dieses iPhone Ihnen geben und ich nehme es dem Rudi Fussi gleich wieder weg. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen bei der ersten Folge von Fellner Live. Morgen ist HC Strache bei uns zu Gast und will uns erklären, wie er regieren will. Darauf bin ich sehr gespannt, Sie hoffentlich auch. Wir sehen uns morgen wieder um 21 Uhr. Danke fürs Zuschauen, danke den beiden grandiosen Kontrahenten. Danke Rudi, danke Daniel. In diesem Sinn, schönen Abend. Wir machen jetzt weiter mit einer spannenden Diskussion der österreichischen Jungpolitiker. Die jüngsten Vertreter von ÖVP, SPÖ, FPÖ, der Maxi, dein Freund, dann Grünen und Neos sind bei Sabrina Blagojevic im Studio und diskutieren darüber, wie sie in den nächsten 5 Jahren Österreich gestalten wollen und wie sie Österreich sehen. Das kann spannend werden. In diesem Sinn gute Unterhaltung. Und wir sehen uns morgen um 9 Uhr mit HC Strache. Danke, Wiedersehen.